sehe gerade, die Jury kommt zurück. Wir haben eine Entscheidung. Es wird spannend. Ja, also das war jetzt, wie das immer so ist bei Jury-Sitzungen, natürlich eine spannende Sitzung mit doch einigen Diskussionen auch. Aber wir haben jetzt ein Ergebnis zu verkünden und starten, wie sich das gehört bei Preisverleihung, erstmal damit, wer auf dem 4. und 5. Platz gelandet ist. Und zwar ist auf dem 5. Platz gelandet Give and Grow. Und auf dem 4. Platz hat die Jury Uma gesehen. Jetzt kommen wir zum 3. Platz. Und da ist es natürlich so, dass wir auch wie alle Plätze an der Stelle, wir haben es ja vorhin schon gezeigt, es gibt diesen Adventskalender, den tollen nachhaltigen Adventskalender. Es gibt für alle, die sich jetzt hier heute präsentiert haben, eben auch die Profile bei Future Woman. Und für den 3. Platz ist es so, dass es neben dem Profil und dem Adventskalender eben auch noch eine Beratung gibt durch Future Woman, ein Mentoring-Programm und ein Medientraining, was durch mich durchgeführt wird. Und wer den 3. Platz belegt hat, das verkündet uns jetzt die Annette. Also, wir beglückwünschen ganz herzlich zum 3. Platz Toni Kor, Felicia und Jackie. Ja, das Startup mit dem 2. Platz hat sich dem wichtigen Thema des Klimafußabdrucks bei Lebensmitteln angenommen, als übergeordnetes Thema. Natürlich auch Gesundheits- und andere Themen spielen da eine Rolle. Ja, herzlichen Glückwunsch an Nomu für den 2. Platz. Und damit kommen wir zum 1. Platz. Ja, auch wenn die Spannung jetzt nicht mehr so hoch ist wie bis zum 2. Platz. Liebe Anni, liebe Lena von Scobies, wir waren der Meinung, dass ihr diesen Award gewinnen solltet. Ich freue mich wirklich sehr. Ja. Es ist auch sehr toll zusammengefasst, was wir in den letzten 2 Jahren aufgebaut haben. Ich wollte gerne mitschreiben. Ja, genau. Ja, schön. Es war lange ja auch bei uns so, dass man irgendwie das uns finden mussten und gucken mussten, wie wir das Ganze aufziehen. Aber scheinbar sind wir auf einem sehr guten Weg, dass jetzt klar wird, was Scoobies kann, macht und möchte. Ja, und deswegen auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Die Antje kommt auch jetzt hier nochmal mit dem Scheck rein, der bei euch zu den ganzen anderen Dingen, die ihr jetzt bekommt, natürlich noch on top oben drauf kommt. Das Preisgeld von 1.000 €, freuen wir uns sehr von der Sparkasse Köln-Bonn. Das bekommt ihr also auch noch zu dem anderen, was ihr alles bekommt. Und ja, toll, Antje, wie du da stehst. Das ist ganz hervorragend. Wie so eine Wunderbar. Also wir danken wirklich für die vielen tollen Präsentationen. 5 an der Zahl. Ganz, ganz toll, dass wir hier so spontan diesen Future Woman Cologne Award aus dem Boden gestampft haben. Vor allen Dingen auch dank eurer Unterstützung bei Köln Business.